MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier bei, ganz genau, Let's Play Euro Truck Simulator 2. Und ja, ob ich den Führerschein bestanden habe oder nicht, weiß ich leider nicht, weil es heute ist, heute ist der 19. April und ja, ob ich das jetzt geschafft habe oder nicht, das werdet ihr dann demnächst erfahren, ne? So, wir sind ja hier noch im Werk, beziehungsweise, Moment. So, und einmal kurz die Pedale durchdrücken, so. Ja, wir stehen ja noch hier ganz gemütlich gerade rum. Dreckskabel heute. So, jetzt aber. Moment. Entschuldigung. Wir fahren jetzt 7 Stunden lang nach Italien. War doch so, oder? Wir ziehen auf jeden Fall irgendwas super Leichtes, das weiß ich noch. Huch, was wackelt das Lenkrad denn so heute? Das war aber jetzt sehr, sehr komisch. Naja, was soll's. Soll es halt wackeln. Mir kann es recht sein. Beziehungsweise mir ist es sogar relativ egal. Oh, weia. Mir tut der Rücken heute so dermaßen weh, ich könnte kotzen. Ich hasse manchmal arbeiten zu gehen, ne? Aber es muss sein. Oh, kein Gang drinne. Hab was getrunken. So, hier ist zwar noch 50, aber ich beschleunige direkt durch. Weil wir da vorne ja eh das nächste Geschwindigkeitsschild haben. Jetzt wollte ich mal gucken. Oh mein Gott. Das Lenkrad ist lose gegangen. Nicht gut. Ah, komm schon. So. Dass das richtig bombefest ist, dass das nicht so komisch wackelt. Weil das Wackeln, das geht mir so auf den Piss. So. So, fester kriege ich das Ganze erstmal nicht. Ah, brauche ich ja gar nicht. Ist ja eine eigene Spur, von daher. Ist das schön idyllisch hier. Wir sind momentan noch am Arsch der Welt. Ich kann euch das ganz kurz zeigen. Wir sind da unten vor Madrid in Cordoba. Fahren jetzt über Madrid. Über Barcelona. Über Perpignan. Oder was auch immer. Marseille. Über Nice. Nice ist cool. Über Genova. Richtung Rom. An Rom vorbei. Und bis da unten, wo die Karte irgendwie aus einem Grund nicht hinzeigt, was ich bis heute nicht verstehe. Aber so ist das Leben. Es gibt Dinge, die man nicht verstehen muss. Und es gibt Dinge, die man nicht verstehen kann. So, nochmal kurz gucken. Ja, den überholen wir flott noch. Wir sind zwar nicht deutlich schneller, aber das ist auch nicht so interessant jetzt. So, das reicht. Haben ja nichts Verbotenes gemacht, von daher geht es klar. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt am Dienstag, jetzt am kommenden Dienstag, meine Führerscheinprüfung einfach meister. Ohne Probleme, ohne Hindernisse. Dass ich einfach durchfahren kann und danach sagen kann, yes, ich habe es geschafft. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ob die erfüllt wird, ist eine andere Frage, ne? So, nochmal Vollgas, also einmal durchtreten, auf die erlaubten 88 km/h beschleunigen. Ich musste ja letztens lachen. Es gibt so viele Videos von lachenden Ziegen. Es gibt aber auch Videos von schreienden Ziegen. Entschuldigung, das sollte eigentlich nicht gehört werden.
Ich bin leicht erkältet wieder. Dieses verdammte Wetter fuckt mich ab. Ich und meine Frau, die sitzen hier immer. Und wir sitzen nicht, die sitzen. Weil dann wäre ich ja in dritter Person. Also wir sitzen hier immer. Und sind uns manchmal an am Schnauzen, also Schnurzen und Nase hoch und Husten und weiß Gott was, ins Tempo niesen und oh mein Gott. Aber die Erkältung selber möchte nicht so wirklich durchkommen und das nervt, weil mal ist man erkältet, mal geht's einem gut, dann ist man wieder erkältet, dann geht's einem wieder gut. Und das fuckt einfach ab, darauf hat man irgendwann keine Lust mehr. Sie kotzt es an, mich kotzt es an, alle kotzt es an. Und von daher müssen wir momentan leider damit leben. Es ist aber nervig. Genauso wie ich nervig finde, wenn man Kopfschmerzen hat. Huch. Ach du Scheiße, ich bin noch viel zu flott, oder? Oh, ich habe jetzt gedacht, ich bin zu schnell, aber die Kurve fuhr eigentlich ganz gut runter. Wir fuhren die Kurve eigentlich ganz gut runter, so rum wollte ich das gesagt haben. Ja, und wir fahren jetzt tatsächlich 5 Stunden muss ich Pause machen, so rum. Wir haben 72 Stunden Zeit und die Fahrzeit beträgt 37 Stunden. Was will jetzt Italien mit einem Vorratstank von 6 Tonnen? Passt ja viel rein, ne? Man könnte spekulieren. Reishorten für einen ankommenden Krieg? Ich habe keine Ahnung. Achso, hier wegen den Themen. Ich hatte ja gefragt wegen Themen. Ich habe natürlich jetzt gerade keins parat. Ich drücke mir jetzt zwischendurch welche aus dem Kopf oder erzähle ein paar Sachen, solange ich noch keine gelesen habe. Geht ja schlecht, weil die Videos ja noch nicht öffentlich sind. Dienstag kam jetzt das erste. Jetzt ist das letzte, glaube ich, für diese Woche. Dann geht's weiter nächste Woche wieder. Ich versuche jetzt wie immer jeden Tag ein Video rauszuhauen. Es ist natürlich sehr, sehr schwer momentan, weil ich relativ wenig Zeit habe. Ich hätte fast Lust gesagt. Lust habe ich auf jeden Fall. Aber die Zeit bedrängt einen dann doch schon sehr. Wegen dem Führerschein. Man möchte einfach mal jetzt endlich fertig werden. Man hat jetzt reingeklotzt ohne Ende. Man hat Zeit dafür geopfert. Man hat Sachen gelesen. Man hat Sachen getan. Und dafür ist die Zeit etwas knapp geworden. Aber ich glaube, es sollte jetzt bald wieder den normalen Weg einschlagen. Dass wir sagen können, wir schaffen das. Das erinnert mich an Bob der Baumeister. Jo, wir schaffen das. So, wir ziehen einmal rüber. Was ist eigentlich eure Lieblingskindersendung? Wichtig ist Kindersendung, nicht hier, ich kann jetzt an meine Zeit zurückdenken. Da gab es noch kein Waffy und One Piece, Dragon Ball. Also in meiner Jugend gab es, was habe ich gerne geguckt? Als kleines Kind habe ich auf jeden Fall gerne geschaut, Thomas die Lokomotive. Ich fand ihn cool. Ich fand es immer traurig, die Mission, die sie vorhatten und taten. Und dann ist immer irgendwas schief gegangen und so. Und dann haben sie es doch geschafft. Das war für mich immer sehr spannend. Bob der Baumeister fand ich überhaupt nicht cool. Sprechende Maschinen war für mich irgendwie out. Lag wohl an Thomas die Lokomotive. Später im jugendlichen Alter waren dann natürlich SpongeBob Schwammkopf und so eine Sache, die ich mittlerweile, ja, ich würde nicht sagen ungerne schaue, aber wenn man das mit den Augen eines Erwachsenen sieht, ist SpongeBob Schwammkopf schon eine sehr perverse Angelegenheit. Im Auge des Kindes sieht man einen sprechenden Schwamm und einen sprechenden Seestern. Alles ist toll und die Fiktion nehme ich auch niemanden weg. Aber werdet erwachsen und dann seht ihr mal, was SpongeBob Schwammkopf so wirklich kann. Es ist nämlich ganz schön i. So, das wollte ich gesagt haben. Ah, was habe ich denn noch früher geguckt? Hier, wie heißt der mit dem Lokomotivführer da? Oh, nicht Thomas der Lokomotivführer, das wird Schwachsinn. Ah, Jim Knopf und der Lokomotivführer. Oder Jim Knopf der Lokomotivführer, keine Ahnung. Hier mit einer Insel mit zwei Berge, dieses Ding da. Das fand ich richtig geil. Warum? Keine Ahnung. Es kam ein Zug vor. Vielleicht waren das die ersten Deutungen auf Simulationen. Das könnte sein. Jetzt, wo ich mir das so laut vorsage... Oh fuck, ich habe vergessen. Aber das ist natürlich wieder typisch Herbert. Meinen Timer zu starten. Das ist natürlich jetzt richtig hohl, weil ich habe keine Ahnung, wie lange jetzt diese Fahrt schon gilt. Okay, gut. Ja, schön. Eigentlich müsste ich stoppen, nachgucken, aber darauf habe ich echt keine Lust. Ach doch, ich kann nachgucken, denn... Moment. Nein, die Stoppuhr wollte ich nicht öffnen.
Das wollte ich öffnen. Seit 15.56 Uhr. Das heißt, ich fahre jetzt knapp 10 Minuten, müsste diese Folge gehen. So, Pi mal Daumen. 10 Minuten, das heißt, in 5 Minuten ist diese Folge um für die Woche. Ja, ich hoffe es einfach, dass es passt. Keine Ahnung sonst. Sonst bin ich aufgeschmissen und werde gehatet. So, auf dem Weg nach Italien. Sehen wir bestimmt Neuigkeiten, weil wir da noch nicht waren. Wir waren zwar in Italien, im alten Italien, aber nicht in der TSM-Map Italien. Das ist ganz schön verwirrend, wenn man sich das selber so vorliest, beziehungsweise anhört. So. Ja, auf jeden Fall freue ich mich zu lesen, was eure Lieblingskindersendung ist. Beziehungsweise, ja, entweder ist, wenn ihr noch Kind seid, oder jugendlich, oder auch erwachsen und ihr schaut irgendwelche Kindersendungen. Momentan ist dann so meine Angelegenheit eher hier Dragon Ball. Wir haben uns jetzt letztens, auch das ist schon länger her, aber trotzdem, Dragon Balls GT, genau, die Sammelbox geholt. Die zwei DVD-Staffeln da, die es da gibt, finde ich super. Hat auch Fun gemacht zu gucken. Es war aber sehr, sehr schade, dass das Ende so abrupt war. Und ich hoffe einfach, dass es weitergeht, auch im deutschen Bereich. Ich glaube nämlich, GT ist das Letzte, was im Deutsch original übersetzt wurde, nicht fanmäßig übersetzt wurde. Ich kann mich aber auch stark irren, ich bin mir nicht sicher. Ja, natürlich hier One Piece. Da hatte ich jetzt vor, wenn es überhaupt DVD-Boxen dazu gibt, mir eine DVD-Box dazu zu holen. Mit allen Staffeln, mit allen Folgen. Vielleicht dann noch Dragon Ball Z und das Dragon Ball, das erste als Sammelbox. Aber ich glaube, die gibt es nicht. Falls doch, muss ich mich mal informieren, beziehungsweise müsste dann mal online schauen, was es da so Schönes gibt. Aber sonst nicht wirklich was Kindersendungen angeht oder jugendliche Sendungen. Nee, tatsächlich. Aber ich bin mal gespannt, was die Jugend heutzutage so Schönes schaut. So, hier links geht's nach Madrid. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen ja an Madrid vorbei. Wir könnten durch Madrid fahren. Dann hätten wir Madrid schon mal gesehen. Aber es ist mir momentan ein bisschen knapp wegen der Zeit. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen, wenn wir durchschnittlich hier gemütlich 88 km/h fahren. Ist halt noch die Frage, ne? Wir haben aber einen guten Spritverbrauch. Und sollten rein theoretisch nicht mit dem Tank hinkommen, nein. 1633 Kilometer wird der Tank ausgerechnet. Und wir müssen 2120 Kilometer fahren. Naja, mal gucken, wie weit wir mit dem Tank kommen. Ich bin auch gespannt, wie sparsam so ein Volvo fahren kann. Momentan fahren wir mit 26,7 Liter. Ach komm, wir gehen tanken. Es ist zwar noch nicht leer oder so, aber sicher ist sicher. So. Einmal voll machen die Kiste. Wunderbar. Jetzt geben wir ganz langsam Gas.